Markus, du musst heute im Celtic-Trikot abliefern, Malaka. Sie sagte, fick bitte meine dicken Silikon-Titten. Spritz bitte auf meine Boote. Baba Musik, Bro. Ja, hört der das wirklich privat? Und der soll gut in FIFA sein? Da muss ich lachen. Okay, nächste Frage. Wer hat den größeren? Ben zu dem Team. Das glaub ich dir nicht, zeig her. Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, willkommen hier zurück zur Folge Nummer 3 von United Future. Ich hoffe, sie wird euch gefallen, ich hoffe, ihr habt Bock, ich hoffe, ich stimme für die richtigen Spieler ab. Wenn dem so ist, dass ihr euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, Freunde, und checkt gerne meinen neuen Kanal ab, No Content Gaming. Da kommt immer Content aus dem Stream online, komplett Trash. Also wenn ihr nicht auf Trash-Content steht, dann klickt nicht auf den Link in der Beschreibung. Ansonsten freue ich mich auf die Episode, Freunde. Said no one ever, because the gameplay is fucking shit, man. Und dann viel Spaß mit dem Video, Jungs. Let's get it. Das ist unser Team, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihr habt euch entschieden für Frankie. Mach mir noch einen Weizen, oder? Ribery. Und dazu habe ich Theo Hernandez in die LV gestellt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihr seht sehr viele rote Links. Warum? Weil nicht so viel Chemie da ist. Es sind trotzdem 94 immerhin, Freunde. Und dazu habe ich mich entschieden, dass wir... Nö, ich habe eigentlich mich für gar nichts entschieden. Ich weiß, nö. Was, Bruder? Ihr seht sehr viele rote Links, aber trotzdem 94 Chemie. Ingame 4-4-2. Bebu kommt auf den Flügel. Und Ribery kommt in den Sturm rein, Freunde. Da habe ich Bock drauf. Wir haben noch so viele Möglichkeiten, das Ganze umzubauen. Ich habe schon was im Kopf. Wir gehen bald vielleicht auf die 4-5-1 über. Und dann können wir rechts den Kulusevski mit einem Strong Link easy linken. Und richtig geil auf jeden Fall, Freunde. Ich würde sagen, Stepproof, 32 Spiele, 31 Tore. Der spielt momentan noch bei mir im Weekend League Team auf dem Flügel. Er hat nämlich Platz für Ronaldo gemacht, Freunde. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins erste Spiel. 100 Chemie, 100 Chemie, 100, 100 Chemie, Baby. Ui, Memo. Mit 5 Uhr. Chillt mal bitte ganz kurz noch. Bevor ihr weitergeht, klickt mal gerne auf den Link in der Beschreibung mit meinem Partner Smilodogs. Dort gibt es, ihr wisst es mittlerweile, unter anderem Hoodies, T-Shirts, Sportklamotten und Accessoires. Accessoires. Und mit meinem Code könnt ihr das sparen. Ich würde mich sehr freuen. Ich weiß, Freunde, ihr steht nicht auf Werbung. Wer mag schon Werbung? Aber ohne meine Partner könnte ich diesen YouTube-Kanal und all diese Videos nicht machen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, Freunde. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Vamos, let's go! Es ist eigentlich sehr nice, dass wir jetzt zwei 5-Sterne-Skiller vorne mit am Start haben. Scheiße, konzentrier dich, Benji. Rashford, ich will, dass du in diesem Trikot ablieferst, Digga. Das ist so muy importante. Oh, und wer hebt denn da so trockenes Abseits auf? Wer hebt denn da so trockenes Abseits auf? Du miese Drecksau. Du miese Drecksau. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Mit dem schwachen Fuß gibt es einen Mann, der so einen Strahler hat wie unser Mann im keltischen Trikot, Baby. Vamos! Das gibt's nicht. Doch, bei Roller. Das gibt es nicht, Digga. Das gibt es nicht. Ah, fuck. Ich hasse FIFA 21 so sehr, Mann. Ich hasse das Spiel so sehr, Digga. Ich hasse es! Komm schon. Komm schon, Rooney. Ins Torwart-Eck.
Ich habe mir selbst gesagt, dass ich mich nicht mehr aufregen möchte und erklären möchte in meinem Spiel, aber es ist einfach so nervig, wenn du jedes Spiel ein anderes Spiel spielst und die Connection und dann machst du wieder dies und das und jenes und bla und dann springt der Ball wieder hier und da zurück. Aber ich werde mich bedeckt halten in Zukunft, einfach Freunde, es macht ja keinen Sinn. Dann sage ich lieber gar nichts, anstatt hier mich aufzuregen. Pui, ganz trockener Abschluss. Ich meine, ihr habt ja gerade auch oben wieder die Connection-Anzeige gesehen, also von daher halte ich mich da weiter bedeckt einfach. Es gibt halt gefühlt, ach Digga, da lenke ich halt auch nicht hin. Es gibt gefühlt keine Tageszeit mehr, wo du sicher sein kannst, oh, ich kann jetzt FIFA spielen, weil ich geile Connection habe. Es gibt es nicht, Digga, es ist immer scheiße, das ist das Problem. Ich bin ein ruhiger Mensch. In mir ist ein kleines Lichtlein, das einfach brennt und die Ruhe in mir besiegelt. Sie fragen sich, ob diese Geschichte wahr ist. Ich muss Sie enttäuschen. Sie liegen daneben. Diese Geschichte ist frei erfunden. Es ist einfach kein Foul. Er ist ausgerutscht, aber in mir ist ein Scheiß Flamme, die meine Ruhe besiegelt. Meditieren gegen Aggressionen. Hilft meditieren gegen Aggressionen? Ich drücke das nicht, was da passiert, Mann. Das tut mir so in meinem Schloch weh. Bro, ich habe auf den Stürmer gelenkt, ne? Freunde, ich habe auf den verfickten Stürmer gelenkt. Mann! Ich werde nichts sagen. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Und damit ist das erste Spiel vorbei, Freunde. Ich habe richtig Bock aufs zweite, muss ich sagen. Weil schlimmer kann es nicht werden. Das ist das Beste an der ganzen Geschichte. Ja, zwei Tore Rashford. Eins von Rooney. Ein Eigentor. Und dazu noch 4 Gegentore. Ich habe gar keinen Bock im Kopf mehr zu rechnen. Wir gehen direkt rein ins nächste Spiel. Eigentlich wäre es einfach nur schlau, jetzt eine Pause zu machen, runterzukommen. Aber ich sag's euch, wie es ist. Ich weiß, es ist ein bisschen schade auch für die Folge. Aber ich will es einfach so schnell wie möglich gerade hinter mir bringen. Ich habe leider keinen Spaß dabei, das aufzunehmen. Das ist schade, aber ich bin ehrlich zu euch, Freunde. Was soll ich euch vorgaukeln? Ihr merkt es ja, dass ich bei dem ganzen Spaß einfach keinen Spaß habe. Zumindest jetzt gerade. Du wisst Bescheid. 187. Da bin ich einmal zu schlecht für, Digga. Und dann durch den Mann durch. Durch den Mann war das doch durch, oder nicht? Go. Let's go, baby. Schick ihn runter. Komm schon, schick ihn runter. Schade. Oh, Markus, baby. Ui, Memo. Ja, das ist eigentlich das Tor verdient gerade mit, bin ich ehrlich. Schöner Pass. Ausnahmsweise mal. Ui, lol, Memo. Oh nein, nein, Johannes. Nein, Johannes, bitte nicht, Johannes. Bitte bleib drin, Johannes. Bitte, Johannes. Bitte, Johannes. Ja, stell um, Johannes. Stell um, Johannes. Nein, Johannes. Du miese Sau. Mann! 3 Tore Rashford. Gut, ich habe keine Ahnung, wie viele Coins wir haben. Ich bin auch gleichzeitig froh, dass es vorbei ist. In mir kocht es und brodelt es. Aber jetzt gibt es auch den Deadproof. 34 Spiele, da sind wir.
Da sind wir fertig, da sind wir angekommen, das war fertig. Und dann rechne ich jetzt mal zusammen und schau mal, was ich euch für Paare zur Verfügung stelle, Freunde. Ja, sorry, dass ich so salzig war, aber ich... Ich habe mich bedeckt. Und das ist die Spielerauswahl, Freunde. Spieler Nummer 1 mit 600.000 Coins, die wir insgesamt zur Verfügung haben, ist für nur 51.000 Coins Hinteregger. Die Hinti-Army ist, glaube ich, ganz schön groß in den Kommentaren. Und die Karte soll sehr nice sein. Und ich sage es, wie es ist. Bei mir geht es nicht darum, in meinem Team hier voll Meta zu machen oder... Also Meta machen nicht mit Laufen, sondern Meta-Spieler. Sondern einfach, dass es ein geiles Team ist und dass wir Spaß haben. Und das ist das Wichtigste, Freunde. Und ich glaube, Hinti ist eine sehr, sehr nice Karte, die wir unter anderem einbauen können, wenn ihr Bock habt. Spieler 2 mit 300.000 Jones. SBC-Karte. Ist eine Maschine, Freunde. Ist schon eher einen Schritt mehr Meta. Wäre fürs Mittelfeld auf jeden Fall eine starke Verstärkung, denke ich mal. Neben... Ja, kommt drauf an, wem wir da dann am Ende des Tages spielen. Ob Rooney oder noch einen anderen Mittelfeldspieler, ob wir dann Rooney im Sturm spielen oder sowas. Spieler Nummer 3 ist Barnes. 450.000 Glocken kostet der Mann. Ist ein Engländer, ist eine richtig stabile offensive Karte. Wäre eventuell ein Stürmerkandidat oder ein Mittelfeldkandidat. Das würde sich dann einfach so rauseruieren, wie wir dann die anderen Spieler auswählen. Und wie gesagt, also Jones und Barnes, wenn jetzt einer von beiden, da gehen ja nicht beide auf einmal, das seht ihr ja an den Coins. Spieler Nummer 4 ist ein Innenverteidiger, weil wir immer so viele Gegentore kriegen, Malaka Souflaki. Und zwar mit 215.000 Kimpembe, saustarker Innenverteidiger. Spiele ich momentan in meinem Weekend League Team, finde ich very nice. Und der letzte, auch sehr geile Karte, glaube ich, habe ich noch nicht gespielt, ist Bastoni Future Star. Noch ein Future Star mit 230.000. Könnten wir unten linken mit den beiden Außenverteidigern, beziehungsweise mit Theo Hernandez oder auch mit irgendwas anderem, was wir da noch bauen. Ich dachte einfach, wir nehmen wirklich mal Karten, die nicht jeder nimmt, Freunde. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr wollt, oder klickt auf den Link in der Beschreibung. Da ist eine Abstimmung, wo ihr unter Spieler 1, 2, 3, 4, 5 abstimmen könnt, Freunde. Und das war's dann schon mit United. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, abonniert, wenn ihr neu seid. 559.000, bald die 560.000, Malaka Souflaki. Verpisst euch.